Warum nimmt man eigentlich Silikonschläuche und nicht Standard-Gummischläuche, wie es der normale Fahrzeughersteller auch tut? Ja, ganz grundsätzlich kann man erstmal sagen, der Fahrzeughersteller spart, wo er nur kann, Geld. Das ist eigentlich jedem bekannt. Jetzt kann man natürlich anders wiederum sagen, ja okay, alles klar, ein Gummischlauch ist günstiger als ein Silikonschlauch. Warum nehme ich dann einen teuren Silikonschlauch? Einfache Antwort, der ist einfach besser. Klar, warum ist er besser? Zunächst einmal so ein Silikonschlauch, also das Silikon an sich, das Material ist witterungsbeständig, ist salzwasserfest, es ist bedingt ölfest, also öldampffest, es wird nicht porös, es ist langlebiger, UV-strahlungsbeständig und was nicht, weiß ich nicht alles. Sieht schöner aus, wenn man es in so einer Farbe wie Blau nimmt, aber man kann es natürlich bei uns auch in Schwarz oder sowas bekommen und ist einfach damit langlebiger. Viel langlebiger als ein Gummischlauch. Jeder, der ein älteres Auto fährt oder schon mal ein älteres Auto hatte, kriegt auch mit, dass Gummischläuche schnell mal porös werden und ja, eben einfach nicht so lange halten. Die Hersteller sind an bestimmten Stellen sogar schon dazu übergegangen, auch eine Art Silikonschlauch zu nehmen und sie haben hier auch eine Gewebelage eingelassen. Und diese Gewebelage, die finde ich bei uns in den Silikonschläuchen auch, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, hier sieht man das relativ cool. Es ist eine Gewebelage bei dem OEM-Hersteller und es sind vier Gewebelagen jetzt bei der Größe bei unserem Silikonschlauch. Der entscheidende Punkt da ist, diese Gewebeeinlage hält einfach mehr Druck stand. Das heißt, wenn der Turbolader Druck macht und immer wieder Druck macht und immer wieder Druck macht, kann diese reichen, wird wahrscheinlich auch reichen für eine Serienanwendung. Und in den meisten Fällen, wenn es jetzt um Leistungssteigerung geht, reicht sie eben nicht mehr, sprich reißt sie dann. Und wir befinden uns ja immer im Thema Leistungssteigerung und da wollen wir mit mehr Ladedruck fahren. Und mehr Ladedruck soll dann natürlich auch unsere Leitung aushalten. Deswegen haben wir Alu-Leitung mit wunderschönen Silikonschläuchen in allen möglichen Ausführungen. Gibt auch so eine Plug-and-Play-Varianten, wo der Standard, das wäre jetzt ein Standard-Gummischlauch vom normalen Hersteller, mit einem entsprechenden Silikonschlauch mit Gewebelagen gefertigt wurde und dann einfach eine bessere Qualität darstellt. Es gibt auch im Ansaugbereich genau das gleiche Thema, verbaut der Hersteller Kunststoff, schön, leicht, einfach, günstig etc. Auch hier hat der Silikonschlauch den Vorteil, dass durch die Gewebeeinlage eine gewisse Stabilität stattfindet. Wenn ich jetzt einen normalen Gummischlauch dafür nehme, zieht der sich super schnell zusammen. Wenn der sich vorm Turbolader zusammenzieht, ist logisch, kriegt der Turbolader keine Luft mehr, geht kaputt und so weiter. Aber grundsätzlich kommt keine Luft in den Motor rein. Ist auch bei Saugern so oder überall. Durch den Silikonschlauch mit Gewebeverstärkung habe ich einen stabileren Schlauch. Der zieht sich eben nicht zusammen. Er kann sich hier verformen, aber nicht zusammenziehen und hält dem Ganzen noch ein bisschen mehr Stand. Gibt es auch nochmal mit so Metallspiralen, wo auch nochmal so ein bisschen hier die Flexibilität gewahrt ist. Also diese sogenannten Wulstverbinder sind halt insbesondere dafür da, dass sie die Motorkippbewegung und alles mit ausgleichen und hier so ein bisschen eine Dämpfung auch darstellen, wenn sich hier alles ein bisschen bewegt. Dadurch sind da diese Wellen drin, ist besser als ein gerader Verbinder. Auch gut für den Ansaugbereich übrigens. Und so kann ich dann auch Kunststoffrohre ersetzen gegen Silikonschlauch. Grundsätzlich hoffe ich, dass die Frage damit beantwortet ist. Ihr in Zukunft nur noch Silikonschläuche verbaut statt Gummischläuche. Einfach mal alles rausschmeißt und austauscht. Und wenn ihr da weiterführende Fragen habt, wendet euch an uns. Wir freuen uns natürlich für jedes Like und wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und für die, die YouTube schauen, bitte immer an die Glocke denken. Vielen Dank.